Egal, ob du in den 80ern, den 90ern oder den Nullerjahren aufgewachsen bist, kannst du dich sicherlich gut an die Spiele deiner Kindheit und Jugend erinnern. Damit ist bei den meisten ein spezielles Gefühl verbunden, das zu einem Drittel aus Sehnsucht und zu zwei Dritteln aus Wohlbefinden besteht. Dieses Gefühl kann man sich heute durch Retro-Games teilweise zurückholen. In mehreren kleinen Projekten der Vergangenheit habe ich mich dazu mit der Emulationssoftware Batocera beschäftigt. Das ist ein Linux-basiertes Betriebssystem, in dem es hauptsächlich um die Emulation von Spielkonsolen geht. In diesem Video zeige ich, wie ich mir eine mobile Retro-Konsole aus einem alten Laptop und Batocera erstelle. Vielleicht hast auch du irgendwoher einen alten Laptop erhalten oder irgendwo herumliegen. Lass ihn nicht verstauben und wirf ihn nicht weg. Nutze ihn zu deiner Unterhaltung. Je nachdem, wie alt der Laptop ist, eignet er sich fürs Retro-Gaming. Ich habe ein Lenovo R61 von 2006 dazu benutzt und es auch mit einem Dell Latitude von 2010 geschafft. Auch ältere Modelle können mit Batocera etwas anfangen. Natürlich kannst du auch ein neues, leistungsstarkes Notebook verwenden. Dann kannst du sogar aktuellere Spiele emulieren. Bei alten Laptops kannst du von Atari bis zur PlayStation alles spielen. Bei besser aufgestellten Laptops vielleicht auch PlayStation Portable, GameCube, Wii oder PlayStation 2. Bei neuen Notebooks mit starkem Prozessor und guter Grafikkarte kannst du sogar PlayStation 3 und Nintendo Switch emulieren. Ab der Version 35 von Batocera kann man die Grafikkarte jetzt komfortabel für die Emulation aktivieren. Das wird zukünftig immer besser gelingen, sodass die Qualität der Emulation weiter steigt. So kannst du beispielsweise PlayStation-Spiele in 4K-Auflösung spielen. Entscheide dich, ob du den Laptop nur zum Spielen oder auch für andere Zwecke einsetzen willst. Wenn du das Gerät nur fürs Retro-Gaming nutzen willst, baue die Festplatte aus und flashe Batocera auf die HDD oder SSD. Ein Erklärvideo, wie man Batocera herunterlädt, flasht und in Gang bringt, ist oben verlinkt. Schau dir das Video gleich nach diesem hier an, wenn du loslegen willst. Wenn du aber das Notebook auch für andere Zwecke nutzen willst, kannst du die Retro-Gaming-Software auch einfach auf einen USB-Stick flashen und von dort aus nutzen, ohne irgendwas an deinem Laptop sonst verändern oder löschen zu müssen. Auch das ist in dem verlinkten Tutorial zu sehen. Bei alten Laptops würde ich das Flashen auf die Festplatte empfehlen, weil von einer normalen HDD gute Ladegeschwindigkeiten erreicht werden. Aber dann muss eben auch alles gelöscht werden, was auf der Platte ist. Wenn dein Laptop nur USB 1.0 unterstützt, kann es recht langsam sein und stocken, wenn man vom USB-Stick spielen will. Natürlich spielt auch die Geschwindigkeit des USB-Sticks selbst eine Rolle. Fürs Gaming würde ich einen neueren Stick mit viel Speicherplatz und guten Lesegeschwindigkeiten empfehlen. Sobald Batocera auf der Festplatte oder dem USB-Stick geflasht ist, kannst du den Datenträger anschließen und von dort aus hochfahren. Dazu musst du eventuell im BIOS oder UEFI die Bootreihenfolge ändern oder den einmaligen Boot aktivieren. Wenn du darüber mehr erfahren willst, klicke auf das oben verlinkte Video oder die Videos am Ende, wenn dieses hier fertig ist. Jetzt musst du dir nur noch die Spiele deiner Nostalgieträume besorgen und kannst überall losspielen, wo du willst. Ob es der eigene Balkon ist oder eine Parkbank, ob es ein Besuch bei Freunden ist, wo du den Laptop eventuell auch an den Fernseher anschließen kannst und überall sonst, wo dein Gerät mitmacht. Hoffentlich war dieser kleine Einblick interessant für dich, schaue gern noch in die anderen Videos hinein und lass einen Kommentar hier, welche Spiele du aus deiner Kindheit und Jugend noch einmal erleben willst. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal. Thank you.